herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, zum weiteren Part Let's Play The Crew. Und ich schätze mir, werdet euch fragen, warum ich mit in der Pampa bin. Ganz einfach, weil ich den Weg zur nächsten Mission schon gesetzt habe, was ihr auch schon seht. Und ein bisschen davor gelegt, damit ihr nicht allzu lange warten müsst. Und ich habe mir inzwischen, ich habe noch ein paar andere Sachen geholt, zum Beispiel versuche ich ja die Wrackteile zu kriegen, um bessere Autos für möglich auch zu finden. Ich weiß nicht, sollte ich das aufnehmen, wenn ich die Wrackteile finde? Naja, auf jeden Fall. Ich habe schon eins, war ich schon gefunden, wo ich ihn nicht aufgenommen habe. Die Mission heißt eine heiße Jagd, glaube ich. Nur heiße Jagd. Okay. Also dann. Mit wir brauchen Bares. Dieser Bekannte von mir will sein Zeug schnell loswerden. Sieh dir die Ware mal an. Okay. Eine Falle. Scheiße. Ich habe den Kerl schon immer für einen Spitzel gehalten. Danke für die Warnung. Ach komm, amüsier dich. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das amüsieren werden. Mann, die Cops nehmen dich auseinander, wenn sie dich schnappen. Oh, danke für die Erleuchtung. Das ging schnell. Ich habe zwar ein bisschen was an Schaden abbekommen, also mein Auto halt. Und Stufe 20. Das geht, das ist ja. Das ist schon mal nice. Und Gold sogar noch haben. Also, bam. Nice Sache. Bremsbonus. Ausstatten. Bumm. Na gut, fortfahren. So, und jetzt habe ich mir mal überlegt. Richtig krasse Geschichte. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Mit dem Verkauf haben wir die halbe Miete. Du bist unglaublich. Viva. Das sagen meine Freundinnen auch. Okay, ich hau ab. Bis dann. Der Süden ruft. Ein Tuner unten in Miami hat dich auf seiner Lieblingskundenliste gesetzt. Und das Beste, er ist Performance-Spezialist. Performance-Wagen bieten hohes Tempo und sind schwer zu handeln, daher kaum verkehrstauglich. Überall, wo es eine ernsthafte Straßenrennszene gibt, gibt's auch Performance-Wagen. Coole Sache. Och, und hier gibt's die nächste Mission. Wegpunkt setzen. Dann hier eine schnellere Reise. Oh Mann, ich habe wieder nicht den Timer gestellt. Das heißt, der Part wird jetzt wieder ungenau. Naja. In der Blitzer sind. Und jetzt sagen, nach der Mission schaue ich dann auch mal nach dem Alex? So heiße ich. Alex, Harry schleicht sich weiterhin aus dem HQ. Er weiß, dass du ihn sprechen möchtest, aber er weicht dir aus. Harry ist ehrlich, das weiß ich. Vielleicht. Aber ich will nichts riskieren. Okay, ich schnapp ihn. Also ich kann jetzt auch nichts dafür, dass ich da die 8 Kilometer fahren muss. Das ist, weil ich nicht die komplette Landschaft erkunde. Das mache ich vielleicht als nächstes.
wenig Zeit. Weil dass ich deshalb, also dass ich mich dann vielleicht schade, aber nochmal probieren. Als ob ich die jetzt nicht gekriegt habe. Naja, voll. Rette sonst nicht, sowieso nicht so meins. Ach ja. Nun gut. Soweit ist es ja nicht mehr. Also, ihr habt ja, also, ihr habt mitgekriegt, ich hab mir den einen, glaube ich, das ist ein Dodge, weil ich glaube, müsste Dodge Viper sein. Da habe ich mir ja für die paar Uplay-Punkte da gekauft. Oh, und den kann ich ja dann nachmessen. Performance. Wagen benutzen. Test. Bombe. Ah, also. Naja, geht ja. Eigentlich. Mal sehen, was mir das bringt. Ja, ich kann gleich ausstellen. Nein, ich wollte es nicht wiederholen. Ich wollte eigentlich gerade driften um die Kurve. Der Handbremse, die ist auf X. Das wiederholt sich auch auf X. Scheiße. Test abschließen. Ah, das zählt nur als Gold, oder? Aber ich weiß nicht, was Stunts sind. Das müsste ich mir nochmal durchlesen. Was als Stunt gilt. Ja, die Hauptherausforderung habe ich, glaube ich, eh noch nie geschafft, total zu Hause. Sonst noch kein. Bemühe mich auch nicht. Okay, der Shuttle.
Hi Alex, Zoe sagt, du suchst mich, was ist? Ja, ich wollte nur mal fragen, ob es dir gut geht. Klar, wie immer. Kein Problem mit deiner Braut oder so? Braut? Alex, Mann, ich hatte schon ewig keine Lady mehr. Die Besten sind tot oder im Knast. Echt? Keine mal so nebenher? Nicht im Moment. Was willst du, Alex? Ah, nichts. Vergiss es. Hi, Harrier, können wir uns treffen? Sorry, ich bin gerade beschäftigt. Womit denn? Ich muss los, ich ruf bald zurück. Zoe, ich sehe mir Harry mal an. Okay, halt mich auf den Laufenden. Ich muss Harry aufspüren. Ich schließe die Route. Und ich fahre schon wieder so richtig geil quer durch die so machen wir das. Was, das sind noch einfach scheiß 4 Kilometer dazu. Als ob. Ach, sind wir nur noch als wir uns probieren. Das war ein Problem. Was da? Schaut sie die doch richtig madig aus. Puh, geschafft diesmal beim ersten Mal sogar. Krasse Sache. Im Wachstum. Ach ja. Du könntest mit Harry recht haben. Tut mir leid, Alex. Das wollte ich nicht. Was ist los? Weiß nicht genau, aber es sieht nicht gut aus. Er will mir einfach nichts sagen. Hallo?
Fragen an Alex. Was gibt's? Hi Alex, Zeit? Was hält dich auf? Also, ich reiß mir den Arsch auf, um die Schulden von so einem Psychopathen zu begleichen. Ich bin sauer auf Harry und brauche dringend eine Dusche. Ich hocke schon seit Tagen in der Kiste. Reiß die Zähne zusammen. Es gibt noch mehr Arbeit. Check deine Karte und bleib am Ball. Zoe out. Und nicht abgeschlossen. So, und jetzt gehe ich mal. Oh ne, warte, das geht ja hier. Wo ist denn das? Wo ist denn das nächste Event da drüben? Naja, dann würde ich sagen, gehe ich auf jeden Fall erstmal ins HQ. Gönn mir dort die Performance. Okay. Sonst hier bei Bremsen, Aufhängung, nee. Gut, dann mache ich meine Reparatur. Jetzt sieht es auch hier wieder normal aus. Und dann schließe ich mal die Aufgabe ab, dass man ein paar Veränderungen vornehmen soll. Ausstattung. Ausgangsfänger. Gibt's nur den. Ausgangsfänger gibt's auch nur den. Vorderkotflügel. Den. Dann nicht. Außenspiegel. Dann gehe ich wieder zurück. Mal sehen, was das sagt. Nein, abbrochen. Ich will jetzt erstmal hier bei der Sammlung. Den habe ich. Okay, da brauche ich jetzt eine Stufe. Ja, jetzt verlasse ich das und entdecke den Tuner. Was ist das eigentlich? Ja, jetzt werde ich zum Sprungtest befördert. Zum ersten. Aber. Fotomodus. Ha! Den benutze ich jetzt zum ersten Mal. Nein, ich will nicht den Fotomodus. Ja. Ich möchte. Hier meine mobile Garage. Gold erreicht. Ja,
Grip Bonus. Nice Sache. Ja. Ins. Ja. Oh, jetzt. Und dann. Juhu. So, und jetzt gehe ich zum nächsten Sprungtest. Mal sehen, ob das jetzt echt so funktioniert, dass ich halt zu jedem ja, das ist richtig geil. Finde ich voll nice. Oh, warte, was ist das jetzt eigentlich für der nochmal der Tuner? Drift Tuner, ah, den kann ich ja nicht. Der ist ja ein Ding. Ja, das ist ja der eine Typ da. Aber ich glaube. Ah, die Part ist ja schon vorbei. Passt. Ich würde sagen, den Part werde ich dann auch gleich. Ich glaube, ich mache die Sprünge noch fertig. Oh, 0 Punkte war es sogar. Krass. Blitzreise. So, also das sollte jetzt funktionieren. Sollte mich den Nitro machen, also zu einem anderen Zeitpunkt einsetzen. Okay. Ich glaube, nehme ich einfach hier so andere Markierungen, Tempo, Slalom, Tempo, Beute, Präzision, Tempo, Tempo, Beute, Tempo, Alter, Präzision, Slalom, Flucht, Präzision, Beute, Tempo. Lass mich verarschen. Ah, hier Sprungtest. Den Sprungtest mache ich noch und dann beende ich den Part. Das reicht dann, glaube ich, auch für den Part. Eins würde es sogar verbessern. Krasse Sache. Das ist die Reifenstufe, also so niedrig bei mir. Noch einmal. Gut. Ich glaube, ich brauche mehr Anlauf. Auto sieht noch ganz neu aus. Findest du nicht? Also nun gut. Jetzt kommt es noch an.
coole Sache. So macht man das. Aber bitte auch nicht ganz Bonus. Wir kriegen einen Bremsbonus. Das starte ich nicht aus. Nein, ich will's. Na gut. Also, ich habe den Sprungtest noch geschafft und so. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle den Part. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.